Angeführt von einem Polizeiauto setzt sich die Pkw-Schlange mit den Ehrengästen in Bewegung. Sie waren die Ersten, die am Donnerstag über das fertige zweite Teilstück der Bundesstraße 212 fahren durften. Die rund 3,5 Kilometer lange Strecke führt von der Huntebrücke bis zum Kreisel in Berne an der Bundesstraße 74. Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, betonte vor der Freigabe die Bedeutung des als Ortsumgehung konzipierten Straßenneubaus für Wirtschaft und den Tourismus. Der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies wiederum hob vor den eingeladenen Ehrengästen die Chancen für Berne hervor. Wenn sich die Fahrzeuge nicht mehr durch den engen Ortskern schlängeln müssen, dann werte das die Gemeinde auf. Der freigegebene Abschnitt hat rund 27 Millionen Euro gekostet.